Schön, dass du da bist. Lieber Stier, ich schaue ins kollektive Feld für dich, lieber Stier, für eine ganz bestimmte Verbindung, den Monat April 2022. Und welche Verbindung das ist, das kann jemand sein, den du jetzt kennengelernt hast, das kann jemand sein aus der Vergangenheit. Das kann der Partner sein, das kann ein Wunschpartner sein, lieber Stier, das wirst du ganz genauso aber wissen, wenn du dich darin erkennst. Und da schaue ich dann, wie dein Gegenüber zu dir steht, was dein Thema dabei ist, wie die mögliche Tendenz ist, lieber Stier, also einiges. Zuallererst schau mal für dich in diesem kollektiven Orakel. Es ist jetzt in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung, das weißt du. Ich schau mal, um welche Verbindung es für dich, lieber Stier, da geht. Was sie da jetzt zeigen, Richard, in diesem Orakel. Gell? Und du schaust einfach, bitte. Und wenn du dich da nicht wiederfinden solltest, dann schaust du einfach dein Mondzeichen, Aszendent, Sonnenzeichen. Gell? Es sind ja kollektive Legungen und solltest du bei diesem Orakel nicht dabei sein, dann ist beim nächsten Mal mit Sicherheit so. Gell? Welche Verbindung geht es da, die ich jetzt zeigen möchte? Für dich, lieber Stier. Ein Feld des Stiers. Okay. Die Qualität der Verbindung. Stier. Gut. Gifts, also Geschenke, wie man so schön sieht auf dem Bild. Und Control. Kontrolle. Das heißt, lass mich da mal einig spüren, lieber Stier, diese Verbindung hat die Energie, dass es für dich wirklich ein Geschenk ist, diese Verbindung, dass sie doch so eine Energie mitschwingt. Entweder, dass du den anderen, dass du immer schauen musst, okay, was tut der jetzt, was macht der jetzt, verstehst du? Oder du dich kontrolliert fühlst. Das kann sein Eifersucht, das kann sein, dass dir der beobachtet, wie oft du irgendwo online bist, etc., ja. Es ist auf alle Fälle, so wie du auf der Karte siehst, lieber Stier, eine Energie des Festhaltens oder Festhalten wollens und unfrei. Das kommt mir auch durch, unfrei. Ich schaue weiter. Wenn du die bis jetzt wieder findest, dann bleib gern dran. Moment. Wie ist es? Es ist eine sehr feurige Energie bei euch, sehr leidenschaftlich. Aber auch sehr bewusstseinsfördernd. Vom Bewusstsein nach vorne bringend. Man kennt das sagen, es ist eine Verbindung, wo ihr beide wirklich lernen könnt und wo ihr wirklich vom Bewusstsein her Riesenschritte nach vorne machen könnt. Es ist natürlich in jeder Verbindung so, aber in dieser ganz besonders, lieber Stier. Ich schaue jetzt noch näher
auf die Qualität dieser Verbindung. Lieber Stier, schau mal, gell? Was ist das für eine Verbindung, die sie da für meine lieben Stiere zeigt? Ich schaue das an. Schau dir mal diese Energie an, wie die Dame gefesselt ist an den Händen. Und da genauso. Entweder du fühlst dich gefangen, du kannst nicht aufhören, an diesen Menschen zu denken. In dem Sinne, oder du hast dich ein Stück weit von deinem Herzen versperrt. Auch diese Information liegt da, weil die Verbindung fühlt sich für dich ja wie ein Geschenk an. Oder ist ein Geschenk? Das ist interessant, lieber Stier, bei dieser Energie so scheint so widersprüchlich zu sein. Ja, auf der einen Seite die Sonne, die schönste Karten oder eine der schönsten Karten im Sinne von energiereich und positiv, das Tarot. Und dann wirklich so blockierende Energien, gell? Ich schaue mir das mal an. Es ist so, lieber Stier, wirklich. Wie wenn da wirklich einer den anderen beobachtet. Es kann sogar sein, darauf deuten auch Karten hin, dass ihr gar keinen Kontakt habt, dass einer den anderen blockiert hat und dass man das, aber weißt du, dass ihr euch gegenseitig oder einer den anderen beobachtet. Aber die Frage ist, was da war? Dass da so eine Hemmung drinnen ist, das liegt an deinem Gegenüber. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, wenn du ein Mann bist, drehst das bitte um. Der Gegenüber ist gleich gefallen, der eine neue Vereinigung möchte. Aber was ist denn da passiert? Weil die Energie ist ja, wie soll ich sagen, sehr leidenschaftlich, sehr gewinnbringend und wie ein Geschenk, gell? Diese Energie, das Control, sich jetzt, was du mehr als dass man einfach festhalten möchte an der Verbindung. Vor allem eher. Was ist denn da die Blockade bei euch? Herzschmerz, die drei Schwerter. Hoppala. Moment. Es war zumindest ein Streit. Das, was mir da als Blockade liegt, dass etwas, was verdeckt war, aufgedeckt wurde, aufflog
und dann einen starken Schmerz verursacht hat. Mit den Kreiderschwertern, Herzschmerz. Und die Dame, also sprich du, nachdem ich aus Sicht der Dame spreche, Stierdame, hat dann da Tabula Rasa gemacht. Und jetzt, so stellt sich für mich die Situation jetzt wirklich dar. Mag er da eine Wiedervereinigung, wieder, wie sagt man da? Ja, dass sie einfach wieder in Kontakt kommt, euch seht, damit ihr das wieder, also damit ihr das besprechen könnt. Er kann da nicht loslassen. Er liegt da als Bube der Schwerter, der dich beobachtet. Und du liegst als kraftvolle Frau, als Königin der Stäbe, für die sich das Schicksalsrad gedreht hat. Du hast definitiv, du liegst als Münzkönigin, die einfach extrem, das ist auch deine Karte, lieber Stier, über den Wert Bescheid, also über den eigenen und der Turm, da hat es richtig gecrasht und da hat die richtige Auseinandersetzung, die fünf Stäbe auch noch, zeigt sie das ganze Bild, was da eigentlich los ist. Und ja, du hast das so richtig am Tisch gehabt und das hat gekracht. Grundsätzlich ist aber diese Verbindung sehr, sehr feurig, sehr leidenschaftlich, sehr nährend und ein Geschenk, ja. Aber da ist etwas Undurchsichtiges, etwas Verborgenes aufgebrochen. Und das war ein sehr schmerzhafter Prozess, lieber Stier. So, wenn du dich da wieder findest, dann bleib gern dran. Das war jetzt ein bisschen eine längere Skizzierung dieser Verbindung, die sie da zeigt. Wenn sie da findest, lieber Stier, ja, dann bleib dran, so wie ich es gerade eben erwähnt habe. Wenn du sagst, nein, es ist so, kann ich überhaupt nicht zuordnen, dann ist es diesmal nicht dein kollektives Orakel. Dann schau aber sehr gern dein Mondzeichen, Sonnenzeichen oder Aszendent, lieber Stier. Ich schaue jetzt, wie dein Gegenüber zu dir steht, wie er über dich denkt, fühlt und handelt. Die Taten, die möglichen Taten jetzt. Dann ja einfach, was da dein Thema dabei ist in dieser Verbindung und die mögliche Tendenz April 2022 für euch beide gemeinsam. So, dein Gegenüber, wie steht er zu dir? Interessant. So, dein Gegenüber. Ich fange mit der Gefühlsebene an, lieber Stier. Dein Gegenüber. Bei dem ändert sich gerade was in seinem Emotionalkörper, in seinem Herzbereich. Was ändert sich? Dass er von diesem von dieser
unbeweglichen Haltung in seinem Emotionalkörper, in seiner Gefühlswelt, sich wegbewegt hin zu einer offenen, leichten Haltung im Herzen dir gegenüber. Und da liegst du auch schon im Herzen, als diese sanfte Dame. Du liegst zweimal und es liegt um das Ast der Kelche, das heißt, dass sich sein Herz, sein Emotionalkörper ist offen, um die Liebe und die Emotionen gemeinsam mit dir zu leben. Ja, wie denkt er dir gegenüber? Er möchte gerne einfach die Vergangenheit hinter sich lassen, alles was war, und gemeinsam mit dir nach vorne schauen. Oder auch einfach schauen, wie du jetzt mal drauf bist. Gell? Das war er da so träumfert. Lieber Stier. Seine Handlungsebene von deinem Gegenüber. Schau mal. Danke übrigens, lieber Stier, fürs Abonnieren von meinem Kanal. Falls du das noch nicht gemacht hast, dann lade dich an dieser Stelle herzlich ein. Das ist kostenfrei. Danke fürs Liken, wenn es dir taugt. Danke fürs Teilen von meinem Kanal. Ich freue mich sehr. Das ist sozusagen dein Feedback an mich. Ich sehe das in der Aufstellung von YouTube, wie viele Likes welches Video hat und auch wie viele Neuabonnenten dazugekommen sind bei diversen Schaltungen, Hochladungen ja, von Videogeschenken. Und das berücksichtige ich dann auch bei weiteren Videogeschenken, die ich zur Verfügung stelle. Die sollen ja Freude machen. Und wenn du das Video likest oder wenn du meinen Kanal und abonniert hast und abonnierst ihn, dann weiß ich, okay, das macht einfach besonders viel Freude. Ja, da ist eine Resonanz da und das lasse ich dann einfach einfließen. Natürlich werde ich mich ja, dass meine Videogeschenke eine Freude dir geben, dir bringen. Und das berücksichtige ich dann selbstverständlich. Die Handlungsebene. Naja, er weiß noch nicht so ganz genau, der gute Herr. Er hätte lieber gern, dass du handelst. Er ist sich unsicher. Naja, es war ja einiges, haben wir gesehen. Er wäre lieber, dass du auf ihn zugehst, um diverse Dinge zu klären. Er liegt in deine Hände, aber wir schauen noch weiter, lieber Stier. Na, er ist feig. Er hat kalte Füße. Ich frage mal, warum. Ich möchte mal gern. Ich habe jetzt gerade die 5 Kelche gesehen, also da war ein schlechtes Gewissen. Was ist da los? Ja, er sieht einfach diese Chance auf erfüllte Liebe mit dir. Also ihr habt so da sehr schöne Energie, gell? Und er möchte es gern aufbauen mit dir und daran arbeiten. Und dass sie einfach wieder, dass sie die Situation dreht, die ihr da momentan habt. Und er möchte voll. Achso, das ist der Grund. Die Liebe mit dir leben, die 10 Kelche, die Partnerschaft, wirklich schön. Er kommt nicht an dich heran. Er fühlt, er kann dich nicht spüren. Du scheinst als hohe Priesterin. Das ist sein. Deswegen hätte er gern, oder war er sein Wunsch, ja, du musst es ja nicht machen, lieber Stier, ja. Wir schauen dann nachher eklig auf die. Aber er ist einfach unsicher, ja. Er weiß dich nicht einzuschätzen. Und deswegen hätte er gern
Oder wäre es ihm lieber, wenn du auf ihm zugehst? Oder ja, er weiß dich nicht einzuschätzen. Er kann es überhaupt nicht einschätzen. Stier. Ich schaue jetzt auf dich. Was ist dein Thema in dieser Verbindung, lieber Stier? Worum geht es in dieser Verbindung? Auf alle Fälle darum, diese Spielchen, ja, diese. Unehrlichkeiten, dass die rausgehen, dass du die hinter dir lässt in dieser Verbindung und dass du das drehst, im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Schicksalsrad. Das ist wirklich eine sehr spezielle Energie in dieser Verbindung, die sich so zeigt. Und dass du gegenüber deinem Gegenüber einmal ihm signalisierst, dass du eine wunderhübsche, wertvolle, unabhängige Dame bist. Im Geiste frei, dass du dich, also auch, dass du auch wirtschaftlich frei bist, dass du erfüllt bist, ganz alleine für dich, erfüllt. Und reich in dir selbst. Dass du deinem Gegenüber das ausstrahlen sollst, leben sollst. Ja, darum geht es. Deine Wertigkeit. Die erste Karte zeigt an, lieber Stier, dass es da mal Zeit wäre, so eine Innenschau zu betreiben für dich in dieser Verbindung, dass du eine Art meditativen Rückzug, um mal ja, vielleicht die Dinge mal von einer ganz anderen Seite zu sehen. Es geht um Heilung. Ja, er beobachtet die. Ich muss schon lachen, weil das immer wieder kommt, ja. Es ist ja dann so, wenn dann ein zentrales Thema ist, dann kommt es immer wieder der Herzschmerz. Also er beobachtet die und du heilst deinen Herzschmerz und baust deinen Selbstwert auf. Ich habe von deiner Seite her auch, darum geht es auch, dass du deine Position bewahrst und deinen Standpunkt, auf deinem Standpunkt bleibst. Ich habe das Thema Abgrenzung im Gegenüber. Deine Energie, dein Strahlen wirken zu lassen und eine alte Ebene in dieser Verbindung sterben zu lassen. Ja, dann. Und zwar die Überlastung. Also, ich habe, hast du lieber Stier, du warst komplett überfordert mit einigen Dingen in dieser Verbindung und das darf jetzt in der Vergangenheit angehören. Lass diese Stäbe los, diese Überlastung. Es kann auch sein, dass du für ihn etwas mitgetragen hast, bewusst oder unbewusst, lieber Stier. Ja, du möchtest da Verbindung, eine Partnerschaft, die ruhig ist, stabil, dauerhaft und wo man sie verlassen kann. Gefühle für dein Gegenüber sind da.
deinerseits, gell? Aber es sind halt auch Verletzungen zu heilen. Ja, er ist aktiv. Er ist aktiv. Aber die Karten sagen auch, okay, ich hoffe, man kann das ja erkennen, ja, kannst, gell? Dass du, ja, lass ihn mal kommen und dann schau mal, wann du bereit bist, dass du eine Entschuldigung annimmst von ihm. Es ist so die Tendenz, dass du da oder, naja, der Rat der Karten, dass du auch mal ganz genau hinschauen darfst, was er dir da bietet. Was ich da, diesen Blumenstrauß in dem Kelch und du schaust da ganz. Ja, du schaust einfach weg und sagst so, na, das brauche ich nicht, mag ich nicht, kannst doch selber käuden. Also, es sind einfach sehr viele Verletzungen auf deiner Seite, weißt du? Und wir werden jetzt sehen in der Tendenz für euch beide, ja, ob ihr da von der kollektiven Energie her einfach wieder zusammenfindet, einen Weg findet gemeinsam oder nicht. Zum Abschluss, gut. Stier. Okay. Ihr beide. Es ist einfach wirklich sehr blockiert. Es ist so viel vorgefallen. Das zeigt sich da jetzt wieder, lieber Stier, bei euch beiden. Und so wirklich unschöner Streit. Es ist wirklich da so viel zusammengebrochen. Interessant, obwohl es so ein Geschenk ist. Da geht mal gar nichts. Es sind so viele Emotionen da. Ja, die Karten sagen, eine Annäherung, also von der kollektiven Energie, die im Feld ist, für euch beide eine Annäherung ist definitiv möglich. Von der Prognose her, ja, für den April 2022, wenn ihr beide das natürlich wollt, in Leichtigkeit. Drei der Kelche ist wirklich der Erntedank, die Leichtigkeit des Tanzen, des Singen. Schön langsam, leicht. Ja, oberflächlich ist er da. Und noch einmal, lieber Stier, fällst du, das Zünglein an der Waage ist dein Selbstwert. Die Blickwinkeländerung des Miteinanders. Da ist etwas wirklich um 180 Grad falsch gelaufen, in dem Sinne her, so hat es nicht funktioniert bei euch. Und ein wesentlicher Punkt, ja, und das habe ich da jetzt wieder, sind die 9 der Münzen, lieber Stier. Dein Selbstwert ist dem Menschen gegenüber. Du bist erfüllt, du bist reich, du bist unabhängig. Das ist ein karmisches Thema, lieber Stier. Da sehe ich dich drinnen als Frau. Stier. Gut, das war's. Sehr spezielle Verbindung, sehr, sehr speziell. Aber ja, so ist es. Gut. Ich danke dir ganz herzlich fürs Mit dabei sein. Bis bald. Viel Segen für dich. Stella.